Okay. Ich bin verwirrt. Sonst noch etwas? Das Problem ist halt, sobald ich daran vorbeilaufe, schließen die Dinger sicher wieder. Okay, vielleicht schaffe ich das, wenn ich ganz schnell renne. Okay. Und los geht's. Okay, dann brauche ich den anderen Schrei. Magie. Den hier. Ich gebe euch Deckung. Warte mal. Was denn? Was braucht ihr? Wartet dort. Sonst noch Gut etwas? Genug. Sehr cool. Oh, scheint so, als würden die jetzt offen bleiben. Ich habe kein gutes Gefühl bei dieser Sache. Nicht? Eine mumifizierte Leiche gibt dir kein gutes Gefühl. Kann ich gar nicht verstehen. Oh oh. Definitiv irgendeine Falle. Aua. So merkwürdig. Ich meine, das ist eine lustige Falle, aber sie bringt irgendwie überhaupt nichts. Ja. Ich treffe dich von hier irgendwie nicht. Okay, Lydia hat irgendwas permanent aktiviert. Gut gemacht, Lydia. Also teilweise gehen sie an andere, teilweise nicht. Wow. Ups, das wollte ich nicht. Autsch, ja. Das war irgendwie klar. Hinter uns fallen und vor uns ein Boss. Da muss ich mich besser drauf vorbereiten. Ich habe kein gutes Gefühl bei dieser. Wirklich. Immer wieder auf Sortieren klicken, das nervt. Ich verstehe auch nicht, also ich sehe jetzt auch nicht wirklich, welche davon sich aktivieren und welche nicht. Die anscheinend alle nicht. Guck mal, wer da ist. Oh, wirklich? An zu brennen. Naja, so stark ist das Vieh jetzt auch nicht. Du wirst nicht darauf vorbereitet. Das war das Problem. So. Super, super, super. Die Eier waren ja relativ wertvoll. Naja, so wichtig ist es jetzt auch nicht. Hier geht's dann weiter. Jetzt weiß ich nicht, ob es in die andere Richtung. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass wir hier hätten weitergehen müssen. So etwas habe ich noch nie gesehen. Miep. Okay, cool. Cool. Ich habe bei meinem damaligen Playthrough, das ich mal gespielt habe,
nämlich nicht die Hauptquest weitergemacht. Das ist alles wirklich neu für mich. Ich kann mir nur vorstellen, dass wir hier nicht ohne noch einen Bossfight durchkommen. Vielleicht ist es ja so. Eine rätselhafte Notiz. Oh cool, gescheitert. Bringe das Horn von jungen Wind. Okay, super. Trifft sich mit dem Dieb des Horns. Super. Drachenblut, ich muss mit euch sprechen. Dringend. Mietet das Dachzimmer im Gasthaus schlafender Riese in Flusswald und ich werde euch helfen. Wirklich? Ich muss zurück nach Flusswald? Super. Verdammter Dieb. Ja gut, aber das erklärt auch, warum die hier alle tot sind. Oder die beiden. Ist komisch, dass die spinnen und so, dass er da einfach vorbeigekommen ist. Aber, was soll's. Gucken wir mal, wo es hier weitergeht. Vielleicht hat er das ja auch so ähnlich gemacht, wie ich schon mal gesagt habe, dass man irgendwie von der anderen Seite rankommt. Wie ihr seht, geht's auf jeden Fall wieder hoch. Und er hat auch das ganze Zeug hier einfach gelassen. Wer ist das wohl, der Dieb? Ich frage mich, ob ich der Einzige bin, der das noch nicht weiß, von den Zuschauern. Denn ich habe so das Gefühl, fast jeder außer mir hat Skyrim die Hauptquests schon durchgespielt. Ich meine, ich kenne Skyrim, aber ich kenne die Hauptquest halt nicht. So, ich will jetzt auf jeden Fall mal nachgucken, was sich hier verbirgt. Autsch. Gott sei Dank tut das alles überhaupt nicht weh. Also doch, das war jetzt auf jeden Fall über ein Drittel meines Lebens, aber trotzdem nichts Schlimmeres. Ich will mich jetzt unbedingt nachgucken, was hier unten dann nun ist. Ach, egal. Gucken wir mal. Okay. Da sehe ich schon mal, wie weit man fallen kann. Das ist so ein Stück fallen, ein Stück weiter fallen ist auch noch okay und dann noch ein Stück ist schon tödlich im Grunde genommen. Gut, dass ich hier gleich gespeichert habe. Dann müssen wir einen anderen Weg finden, der vielleicht nicht ganz so tief ist. Oder ich gehe einfach außen rum, so wie es sein soll. Wie es gedacht ist. Ach, hätte ich doch nur etwas mehr Ausdauer übrig. Ja, es geht ja auch so. Irgendwas muss hier unten ja sein. Wir werden nicht umsonst sowas Schönes bauen. Also hier ist es nun wirklich sehr idyllisch schon fast. Dieser Wasserfall. Hier unten. Ah! Naja, dafür lohnt es sich auf jeden Fall, hier runter zu gehen. Vor der Macht. Dahinschwinden. Ätherische Gestalt. Das hätte wahrscheinlich auch funktionieren können. Gucken wir mal. Magie. Der Turm greift in die Leere selbst und verändert deine Form. Du kannst weder verletzt werden, noch jemanden verletzen. Ich frage mich, für wie lange das hält, weil das ist ziemlich gut, um ehrlich zu sein. Und das kann zumindest sehr gut sein. Also, und ich muss natürlich wieder obligatorisch... Bei dem Hauptquest ist natürlich wirklich was hinter dem Wasserfall. Oh oh. Du bist ganz schön stark, aber nicht stark genug, um mir überhaupt einen Schadenspunkt zu machen, weil du nicht schnell genug warst. Keine Falle? Nee. Oh yeah. War jetzt zwar nicht ein super Geheimnis, aber... Also das Geheimnis war cool, aber die Belohnung war jetzt nicht so cool, wie ich erwartet habe. Denn wir hatten jetzt schon so viele Wasserfälle, wo nichts dahinter war, dass ich langsam eigentlich aufgegeben habe. Aber hey. Meine unerbittliche oder Unerbindlichkeit wurde mal belohnt. Hier gibt es aber auch echt wirklich, wirklich viele Geheimnisse. Aber guck mal, das ist zum Beispiel schon eine bessere Truhe als die, die ich gerade hinter dem Wasserfall gefunden habe. So, jetzt müssen wir leider wieder ganz nach oben. Aber hey, meine Ausdauer ist wenigstens wieder da. Das ist ja auch schon etwas. Ich muss die Dinge immer positiv sehen.
Ja. Stecken bleiben gehört allerdings nicht dazu. So. Nee, das fand ich jetzt ganz cool, diese Katakomben hier unten. Und es waren noch echt viele Geheimnisse. Also da oben das eine mit dem, wo der Hebel so ein bisschen versteckt war, oder was heißt Hebel, der Griff, die Kette versteckt war, das war ganz nett. Mal speichern, wenn man hier doch relativ leicht drauf gehen kann. Dann das andere. Das hier mit dem Wasserfall war cool. Und das eine, wo ich hier diesen, wie heißt denn eigentlich? Ach so, Kette, wo ich die Kette einfach durch das Teil durchziehen konnte. Das war auch ganz praktisch. Obwohl ich das andere natürlich direkt danach, den normalen Weg direkt danach gefunden habe. Wieso auch nicht. So, speichern wir nochmal. Nicht, dass jetzt hier irgendwie doch noch ein Gegner kommt. Und ein Feuerball oder sowas. Das einfach umhaut. Aber meistens ist es ja nicht so. Nachdem man erstmal den Boss besiegt hat, kommt auch nichts mehr. Außer Belohnungen. Und der Weg nach oben. Dann gucken wir mal, ob ich recht habe. Mit dem Ausgang hier. Sieht schon mal sehr danach aus. Und yep, genau da, wo ich es erwartet habe. Sehr gut. Na dann, haben wir das auch geschafft. Freut mich dann doch. Riesige Halle. Das ist echt. Die Sachen hier, diese Gräber, Massengräber, sehen sehr spooky aus immer wieder. Was ist eigentlich mit dem Bogen hier? Warum ist hier ein Bogen? Hm, scheint nicht so, als könnte ich darauf kommen. Naja, muss man ja auch nicht. Jetzt muss ich theoretisch wieder zurück nach Flusswald. Als nächstes. Muss nochmal nachgucken, wie weit das jetzt eigentlich von uns weg ist. Ich glaube, Flusswald ist das hier, ne? Nee. Moment. Wo ist Flusswald? Bin ich blöd? Erstmal entfernen wir die Markierung. Windhelm. Achso, Flusswald ist hier, stimmt. Oh. Das war die erste Stadt nach Helgen, wo wir dann angekommen sind. Stimmt, ja. Aber ich werde trotzdem erstmal hier rüber gehen. Über Dämmerstadt nach Winterfeste, weiter nach Windhelm und dann wahrscheinlich mal Richtung Riftdorn, um so ein bisschen den Osten von Skyrim abzuschließen. Aber ja, das war's jetzt erstmal. Das kommt dann alles beim nächsten Mal. Würde ich mal sagen, gucken wir uns das mal so rum an. So. Da ist Lydia auch, natürlich. Mit dem Berg da im Hintergrund. Würde ich dann mal sagen, das war Let's Play Skyrim. Ich bin Dennis oder ClassifiedP und wir sehen uns bei den nächsten Parts. Tschüss!